Was geht ab, ihr kleinen Läuse? Willkommen zu einem neuen Video. Ein neues Video, das gestern erschienen ist. Ich habe es mir, wie gesagt, nicht im Stream oder sonstiges reingezogen, habe auch nicht drauf reacted. Die Sache ist, weil wer sich das Ganze ein bisschen anschaut, der versteht eigentlich schon, was Sache ist. Es werden wieder Beweise gezeigt, wie immer. Es wird sehr, sehr viel Trash-Talk betrieben. Früher war das bei Mäuse sehr sympathisch, heute ist es nur noch peinlich. Es ist sehr, sehr viel Insider-Gelaber. Dementsprechend müsstet ihr alle Faktoren gesehen haben, wie auch den Bruder von Mois, der Abu Julo, müsstet ihr gesehen haben, weil der wird auch angesprochen, was kaum jemand gepeilt hat, aber egal, das ist nur eine Nebensache. Tatsächlich hat sich Shieno heute zu Wort gemeldet, und zwar vor genau jetzt 10 Stunden. Wir haben 7 Uhr morgens, ja, 7 Uhr morgens, Leute, ich weiß, an einem Samstag sehr untypisch, aber nur der frühe Vogel fängt die Läuse. Versteht ihr, was ich meine? So, und dementsprechend gehen wir in die Reaction rein von Shieno, Leute. Vergesst nicht, diesen Kanal zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Hey, ich habe gesehen, sehr, sehr viele Leute gucken zwar meine Videos, aber die abonnieren gar nicht. Leute, das ist kostenlos, das kostet euch gar nichts. Wenn ihr dann später der Meinung seid, ey, ich will doch nicht ihn mehr abonnieren, dann klickt einfach wieder weg. Ist kein Problem. Aber über 50% der Leute, ich fange schon an zu spucken, über 50% der Leute haben nicht abonniert. Was ist los? Oder spreche ich hier irgendwie Chinesisch? Minna, kono channel wo kodok shite kudasai. Arigatou gozaimasu. So, ich habe das Video ein bisschen schneller gemacht, weil holt euch Popcorn, das Video geht eine Weile. Let's go. Mögliche Bedrohung oder sonst etwas. Und es könnte halt zur Folge haben, dass eine Person, die ich halt mag, zu Schaden kommen könnte. Das ist halt nicht mein Ziel und das möchte ich nicht. Wie langweilig. Es werden einfach weiterhin Lügen erzählt und neue Lügen dazu gedichtet. Dieses Video dient jetzt halt einfach ein bisschen der Aufklärung. Aber kurz vorab möchte ich noch sagen, ich habe nicht die Polizei vor Ort zu dem Treffen hinzugerufen und ich habe auch nicht eine Anzeige erstattet und Mois war auch nicht im Gefängnis und deswegen kann er euch gar nicht sagen, wie das Essen im Gefängnis geschmeckt hat oder wie das... Eieiei, also mich wundert gar nichts mehr, deshalb habe ich mich ein bisschen bedeckt gehalten, was diese Reaktion angeht auf Mois sein Video oder halt andere Sachen auch, ne, oder Just Nero sein Video. Dementsprechend habe ich jetzt auf denjenigen gewartet, der eventuell ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, eventuell mit Beweisen, und die haben wir schon in Shieno und ich bin sehr gespannt. Zwar, es wird halt so sein, dass ich halt im Laufe dieses Videos vielleicht viele Cuts machen werde, da ich viele Sachen einblenden werde. Sorry dafür, falls es jemanden stört. Und jetzt kurz für die Leute, die halt noch gar keinen Plan von diesem Thema haben, was gerade abging, werde ich euch die Geschichte mal ein paar Sekunden zusammenfassen, damit ihr halt bis jetzt versteht, was da halt ungefähr abging. Also, ganz am Anfang, wie habe ich Mois kennengelernt? Ich habe eine App gemacht und habe ein ganz normales erstes Placement bei ihm gemacht. Für dieses Placement bin ich zu ihm vor Ort hingegangen, wir haben zusammen ein Video gedreht, man hat sich gut verstanden und wenige Tage darauf war leider das Erdbeben in der Türkei. Dort bin ich dann halt mit hingegangen und dann sind die ersten Schulden von Mois bei mir entstanden. Und daraufhin hat sich halt vieles in die Länge gezogen, Schulden haben sich angehäuft. Während dieser Zeit, wo ich mit ihm unterwegs war, habe ich noch eine zweite App entwickelt namens Spaghetti Break. Die kennen bestimmt ja auch einige von euch inzwischen. Ja, und dann, nachdem ich halt gemerkt habe, okay, es ist jede Art von Hoffnung verloren, dass der Typ mir mein Geld bezahlen wird, habe ich ein Statement auf YouTube veröffentlicht, wo ich viele Dinge klargestellt habe und halt auch die Sache mit den Spendengeldern gesagt habe. Ich hoffe, er erklärt ja auch, warum er seine Videos offline genommen hat, weil für mich persönlich war das sehr suspekt, sehr eigenartig, dass, ja, nachdem dieses Treffen stattgefunden hat, auf einmal die Videos offline waren. Ich hoffe, dass er dazu etwas sagt, weil für mich persönlich war das sehr eigenartig. Auch ich habe ihn natürlich privat auch angeschrieben und gefragt, weil ich hätte ein paar Fragen gehabt und wollte nicht beantworten, beziehungsweise wollte kein Interview irgendwie dazu irgendwas sagen. Ne? Habe ich auch akzeptiert. Ist auch verständlich vielleicht, ja, ich weiß ja nicht, in welcher Lage er steckt. Aber jetzt macht er es hoffentlich selber, weil da waren viele Fragen offen, warum er zum Beispiel generell die ganze Sache weiter mitgeführt hat, ne, oder weitergemacht hat mit Mois, obwohl er gesehen hat, was Mois für ein Typ war. Ne? Das hat mich halt gewundert, dass man dann weiterhin mit ihm trotzdem am Start war. Und da viele Leute dann anschließend darauf reagiert haben, wie zum Beispiel ein KuchenTV, Monte, Rezo, Just Nero, Moody etc. Panzer. Hat das Thema halt einfach mehr und mehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Und da kann ich verstehen, auf alles, was ich reagiere, das explodiert, ist der Panzereffekt. Der Selbstwert von Mois von Klicks und Zahlen abhängt, hat er sich dadurch immer mehr dazu gefühlt, halt handeln zu müssen. Und dann ist es halt so, dass er, statt sich darum persönlich zu kümmern, also zu versuchen, das wirklich nur mit mir zu lösen, so, weil er hat ja auch gesagt, dass er das halt
dass man so etwas persönlich klärt. Ich bin auch bereit, mich zu denen, der diese Vorwürfe und diese ganze Scheiße in die Welt gesetzt hat. Sowas klärt man nicht in Videos. Das klärt man persönlich und dann gucken wir mal, was passiert. Im besten Falle klärt man sowas persönlich, richtig. Im besten Falle. Aber das macht so gut wie keiner. Okay. Hat er halt einfach Personen, die mir wildfremd waren, einfach meine Nummer gegeben. Die haben mich dann angeschrieben und mich bedroht. Und darauf gehen wir gleich ein bisschen genauer ein. Oh, ich möchte noch kurz vorher sagen, schämt ihr euch eigentlich nicht, dass ihr einfach den Namen von meinem über 60-jährigen Vater einfach öffentlich im Internet postet? Was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, das ist hart. Das macht man auch nicht. Doxing auch noch hier. Daten veröffentlichen von Eltern. Geil. Habt ihr nicht diesen Anstand und das Respekt da, das nicht zu tun? Ich werde auch jetzt Chatverläufe und alles zeigen. Das ist jetzt auch abgeklärt. Ich werde aber keine Namen oder sonst etwas, keine Namen, Telefonnummer oder sonst etwas zeigen. Denn sowas tut man einfach nicht. So, dann wurde ich halt am Anfang von einer Person auf WhatsApp angeschrieben. Diese Person hat dann auch kurz darauf, nachdem sie mir diese Nachrichten geschrieben hat, all ihre Nachrichten gelöscht. Aber natürlich habe ich halt alles gescreenshottet. Und von daher werde ich euch einfach mal den Verlauf komplett vorlesen, was da halt abging. Dann lese ich mal vor. Es fing so an, die allererste Nachricht. Wir müssen uns mal im kurdischen Komel in Hamburg bei euch treffen und die aktuellen Videos, die du postest, besprechen. Wir sind geschäftlich auch in Mitleidenschaft gezogen, wenn du weitermachst und möchten es mit dir klären. Bevor es eskaliert, möchten wir mit dir vernünftig reden. Bist du dazu bereit? Ich komme übers Wochenende nach Hamburg und möchte dich persönlich antreffen mit den Hewalds dort als Zeugen. Was dir zusteht, steht dir zu, aber auf eine Art und Weise, wo man nicht andere Involvierten schadet. Die Hewalds warten nur darauf, dass wir einen Tag und eine Uhrzeit nennen, wo wir uns zusammensetzen können. Ich rufe dich später an, dann können wir auch sprechen. Kannst du jetzt telefonieren? Dann gab es einen Anruf, den ich halt auch wirklich verpasst hatte. Dann kamen auch noch zwei Sprachnachrichten, wo auch schon mein Vater erwähnt wurde. Also in einem sehr respektlosen Ton. Und daraufhin habe ich dann halt als erste Nachricht geantwortet. Hey, kannst du dich erst einmal vorstellen, damit ich weiß, mit wem ich hier schreibe? Blabla heiße ich. Wenn du in Hamburg in Komel fragst, werden dir Bescheid wissen. Können wir jetzt sprechen? Ich sag noch nicht. Du müsstest mir nochmal verraten, wie kann es sein, dass ihr in Mitleidenschaft gezogen wurde? Es scheint sich ja um eine Firma zu handeln, die mit Mois arbeitet oder arbeiten will. Ist mir natürlich bewusst, aber ich wollte das halt nur nochmal von ihm hören. So. Lass uns das alles persönlich besprechen, bitte. Wir möchten das vor Ort bereden, statt am Handy oder sonst was und haben auch gute Absichten, da wir Landsmänner sind. Also total schwachsinniges Argument finde ich auch hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, aus einem anderen Land wäre oder so etwas, würdet ihr keine guten Absichten haben? Dann habe ich hätte ganz schlechte Karten als halb Marokkaner, halb Italiener und in Deutschland geboren. Da hätte ich ganz schlechte Karten. What the fuck? So. Aber es muss aufhören, was du tust. Was dir zusteht, steht dir zu. Aber du ziehst deine Leute mit in Mitleidenschaft und das erläutere ich dir gerne persönlich. Er ruft wieder an, ich gehe nicht ran. Da er mich immer noch nicht aufgeklärt hat. So, ich sag. Diesmal doch nicht den Anruf verpasst, dieses Mal nicht drangegangen. Ich denke, du wirst es verstehen, dass bevor ich mich mit jemandem einfach treffe, ich genau wissen will, worum es geht. Weil zu diesem Zeitpunkt müsst ihr davon ausgehen, ich habe noch nie ein Wort mit dieser Person gewechselt, kommt aus dem Nichts, schreibt mir einfach auf WhatsApp. So. Hewald, ich schlage dir ein Treffen im kurdischen Derneck vor und nicht in einer dunklen Gasse. Wenn du interessiert bist, daran eine Lösung zu finden, lass es mich wissen. Ich bin vor Ort und möchte die Fahrt nicht umsonst hinter mich gebracht haben. Wie kannst du die Fahrt umsonst hinter dich gebracht haben, wenn du oben schon schreibst, du wirst da sein? Also so oder so. Ergibt ja auch keinen Sinn. Und dann schreibe ich, schau, ich möchte keinen unnötigen, vermeidbaren Stress. Ich denke, wir alle wollen nicht, dass es eskaliert. Aber es gibt kein Szenario, wo ich mich mit einer Person treffe, die ich nicht kenne, die mir noch nicht mal kurz sagen kann, worum es genau geht und woher du meine Nummer etc. hast. Also weiß ich natürlich, bestätigt sich auch gleich. Hätte ich auch gerne gewusst, wenn jemand mich einfach so in WhatsApp kontaktiert, also über WhatsApp kontaktiert, dann würde ich auch gerne wissen, wer bist du überhaupt und von wem hast du überhaupt meine Nummer? Welcher Typ hat dir meine Nummer weitergegeben? Es liegt ja in deinem Interesse. Ich würde auch gar nicht mehr weiter diskutieren, sage ich euch ehrlich, wenn diese Fragen nicht beantwortet ganz klar sind, ne, wer diese Personen sind und wer die Nummer weitergegeben hat. Also was macht man nicht? Interesse, dass dieses Treffen stattfinden soll und damit die Möglichkeit besteht, musst du mir diese Dinge genauer erklären. Er schreibt dann direkt, alles klar, ich weiß Bescheid und ich werde keine weiteren Bemühungen mit dir anstreben. Mach so weiter, wie du willst. Ich wollte nur vorher mit dir reden, weil du ein Landsmann bist. Auch, wie gesagt, haben wir schon angesprochen. Aber das scheint bei dir keinen Wert zu haben. Und wenn du klug bist, würdest du mein Gespräch annehmen. Du hast Leute involviert, denen es hier nicht um Mois oder sonst wen geht, sondern um die eigenen Interessen. Auch totaler Bullshit, denn eure eigenen Interessen scheinen Mois zu sein. So, es ist ja totaler Bullshit. Und du stellst gerade ein Problem für unsere Interessen dar. Morgen wirst du ein persönliches Gespräch haben, aber nicht mit mir. Viel Spaß dabei. Das bedeutet, indirekt, okay, wir schicken jemanden vor deine Tür. Dann das hätte ich auch irgendwie so verstanden, ja.
sehr, sehr, sehr sass. Mein Name, meine Adresse, mein Geburtsdatum, mein Auto, von meinem Vater die Adresse, Geburtsdatum, Auto geschickt. Und dazu wird geschrieben, mach ein Video, wo du sagst, dass du aufhörst damit, vermeide Konflikte. Das wäre das Klügste. Ich warte bis heute Abend darauf und leite dann alles weiter, was wir besprochen haben. Was ist das denn für eine Art? Was ist das denn? Also, ich glaube, ich muss dazu nichts sagen, oder? An Ekelhaftigkeit ist das nicht zu übertreffen. Also, das geht mehr als zu weit. Mit dem Vater und hin und her, ganze Familie da posten. Was ist das denn? Die Entscheidung liegt nun bei dir. Das ist schon mal stilles Drohen, ne? Aber es geht ja noch weiter. Danach hat er seine Nachrichten gelöscht, hat dann halt noch eine letzte Nachricht danach geschrieben. Und zwar, lass mich dich hier noch korrigieren. Eine Eskalation wäre definitiv nicht in deinem Sinne gut. Vertrau mir, was es angeht. Deine Eskalation wäre virtuell gegen Mois oder sonst wem. Die unsererseits geht darüber hinaus. Und ich gebe dir bis heute Abend Zeit, mir zu beweisen, dass du alles gelöscht hast. Und dann geh deinen Weg, wo auch immer er dich hinführt. Also nur mal so, das ist nicht der Grund, warum die Videos auf privat sind. Ne? Ich habe daraufhin nicht geachtet. Ich blicke hier sehr viele Dinge nicht, gell? Also der hat ihm die ganze Zeit Geld gegeben, warum auch immer. Also der Shiano, den Mois. Was immer noch nicht für mich persönlich ersichtlich ist, okay? Weil das noch nicht klar kommuniziert wurde, warum er ihm überhaupt das Geld... Ich würde niemandem einfach so Geld geben. Sei Mr. Beast sein Vater, mir ist es scheißegal. Ich gebe dir keinen müden Cent. Für Casino schon gar nicht. Warum sollte ich das tun? Also viele Dinge sind halt für mich noch nicht ganz schlüssig. Meiner Meinung nach sind beide ein bisschen so unehrlich in gewisserlei Hinsicht, ja? Ich muss auch in dieserlei Hinsicht fair sein. Ich denke auch, dass Shiano hier ein bisschen was verheimlicht. Weil so ganz ohne ist, kommt es mir nicht vor. Aber vielleicht erklärt das hier noch, ich weiß es nicht. Mal sehen. Antwortet, da mein Vater mit reingezogen wurde, wollte mein Vater mit ihm telefonieren, hat ihn angerufen und dann ging es jetzt so weit, dass in diesem Telefonat, ich war zu dem Zeitpunkt auch gar nicht in Hamburg, das wurde dann in dem Telefonat quasi besprochen, ja okay, wir vereinbaren ein Treffen und es wird auch so sein, dass hier nochmal bewiesen wird quasi, dass er mir Geld schuldet und ich die Videos auf privat stelle und also so halt nach dem Telefonat und dann, wenn das Geld bei dem Treffen gezahlt wurde, ich sogar die Videos lösche. Damit hätte ich kein Problem gehabt, weil ich dachte mir, okay, das Thema ist eh schon in der Öffentlichkeit. Ob jetzt meine Videos gelöscht sind oder nicht, das Thema ist eh nicht untergegangen und ja. Ich hätte vielleicht noch die Möglichkeit, mein Geld zu bekommen. Aber dadurch, dass mein Vater mit den Ich glaube, es ging eher darum, dass er keine neuen Videos mehr unbedingt macht, dass diese Sache einfach geklärt ist, ein für alle Male. So hätte ich das verstanden, so an dieser Stelle. Aber ich hätte an Shiano Stelle auch ein bisschen, wäre auch ein bisschen stur, wenn das so ist, wie er gerade erklärt, ne? Dann hätte ich auch Upturns, ne? Wenn ich hier Geld zu bekommen noch habe, aber irgendwie ich das nicht bekomme und die ganze Zeit nur erklärt wird, dass ich Sachen zu tun habe. Ne? Telefoniert hat und alles lief halt auch der nächste Chat bei meinem Vater quasi weiter. Und es war halt so, dass dann ein Treffen vereinbart wurde und an dem Tag des Treffens, nicht ich habe das Treffen verschoben oder mein Vater oder sonst was, an dem Tag des Treffens kommt der Typ, mit dem der mir geschrieben hatte und schreibt meinem Vater einen langen Text und will dann doch, dass wir dorthin gehen und alles. Und hat dann einen Rückzieher gemacht und schickt dann eine Nummer von einer anderen Person. Und diese andere Person ist halt so anscheinend der jetzige Manager. Hallo? Ja, wir kommen nicht mehr weiter. Ja, leite ihn einfach weiter. Okay, alles klar, ich leite ihn weiter. Piep. Hallo? Ja, jetzt redest du mit mir. Und jetzt wird's interessant. Das heißt, hier sind weitergeleitete Nachrichten. Das heißt, das ist die Person, weil da auch die Nummer mitgeschickt wurde, die sich der Manager nennt. So. Ah, der besagte Manager. Und jetzt wird's interessant. Uns werden dann einfach drei Optionen weitergeleitet. Und dieses weitergeleitet ist dann halt in Kombination mit der Nummer. Das bedeutet, das ist von dem jetzigen Manager geschrieben. So, erste Option. Er macht Entschuldigungsvideo und wir vergessen die Sache. Das heißt alles. Ne? Das ist auch das Geld, das er mir schuldet, dies und das. So, zweitens. Er kommt zu eurem kurdischen Verein und wir regeln das mit Beweisen. Also er schreibt das ja quasi der ersten Person, die leitet das weiter. Das heißt zu dem kurdischen Verein von der ersten Person, die mich kontaktiert hatte. So, drittens, er kommt nicht und wir regeln das ohne euren kurdischen Verein auf unsere Art ganz schnell. Also das ist auf jeden Fall, muss ich euch nicht erklären, oder? Welche drei Optionen hättet ihr gewählt? Welche der drei Optionen hättet ihr gewählt? Hättet ihr ein Entschuldigungsvideo gemacht? Wärt ihr zu diesem kurdischen Verein gegangen? Oder hättet ihr es drauf ankommen lassen? So verstehe ich die dritte Lösung, sag ich mal. Also ich für meinen Teil wäre direkt zur Polizei gegangen. Aber sofort. Ohne Wenn und Aber. Ja, das geht ja mal gar nicht. 1, 2 oder 3. Polizei hier. Nummer 4.
Die Bullen. Aber ganz schnell. Eieieiei, diese YouTube-Kram wirklich. Man kann viel hin und her reden, ne? Über wer jetzt der Böse ist, nicht der Böse ist. Jeder kann sich seinen Teil denken, wer lügt, wer was veruntreut hat oder nicht. Ich sehe die ganze Sache irgendwo auch so. Das kann ich ja nur als Lehrgeld sehen. So, wenn du Geld hast, gib es nicht einfach, verschenk es nicht irgendwelchen Leuten. Gib es nicht irgendwelchen Leuten, irgendwelchen YouTubern. Also bitte. Irgendwo, muss ich sagen, bist du auch selber dran schuld an dieser ganzen Geschichte. Aber das weiß er, denke ich mal, auch selber. Ja, und man macht alles, alles, aber auch alles auf Papier, wenn du jemandem Geld gibst. Auf Papier. Wir sind nicht im Mittelalter. Auf Papier, sogar da haben die es so gemacht. Auf Papier. Schreib, du hast es denen geliehen. Der hat Schulden bei dir oder was weiß ich was. Aber nicht so. Dann die nächste Nachricht, die weitergeleitet wurde. Das ist auch von der Person geschrieben. Und wenn er es wieder online stellt, schicken wir sofort Leute zu ihm, dann gibt es kein Reden mehr. Also wenn das kein Bedrohen ist, dann weiß ich auch nicht. Und dann gab es ein Telefonat mit der Person, die sich hier im Chat Manager nennt. So, und in diesem Telefonat, also das ist halt auch krass, höre ich auch zum ersten Mal, dass es heißt, dass ich Moist 200.000 Euro Video meinen Sohn hat versucht. Aber was ist das denn? Mach mal langsamer, damit man das versteht, Leute. Wurde anscheinend unkenntlich gemacht. Immer mit Moist Kontakt mit der Sohn bezahlen. Er hat ihn auch geschrieben, ja, ich bezahle. Er hätte nicht gemacht. Er hat nur Schriftsteller bezahlt, ja. Okay, das ist der Vater, denke ich mal, von Shieno, der mit jemandem hier spricht, wenn ich mich hier nicht ganz irre. Und er sagt halt, dass Moist in einer Sprachnotiz in der Vergangenheit, wie wir auch gehört haben, wer sich erinnern kann. Ich weiß, es ist viel durcheinander. Aber da hat er mal gesagt, ja, ich gebe dir deine 7 Euro. So, keine Angst, ich gebe dir deine 7 Euro. Ich gebe dir das, was dir zusteht oder was ich dir schulde. Mach dir keine Sorgen oder so. Das meint, glaube ich, hier der damit. Aber ich werde jetzt auch nicht alles übersetzen. Ich verstehe selber wahrscheinlich nicht alles hier. Hört einfach selber. Er hat doch für deinen Sohn so viele Videos gedreht. Da soll er auch genauso mit dieser App, was er zusammen Geld verdient hat, da soll er auch, dein Sohn soll auch das Geld geben, wo ich sage. Nein, auch wenn wir das rechnen, jetzt siehst du vorne, das ist der Haken. Auch wenn wir rechnen, trotzdem, Mois muss meine Sohn dann ungefähr ca. 24.000 Euro bezahlen. Ja, und Mois sagt, der sollte 24.000 Euro abziehen und mir meinen 200 von meinen 200.000 Euro, die ich bekommen habe. Das ist nicht wahr, Baba! Oh. Guck mal, siehst du, du weißt das. Ich gucke, Baba, Mohammed. Ich hab doch alles. Ich habe alles schwarz-weiß. Das ist nicht wahr. Wenn, guck mal, wenn ich dir sowas sage, wenn wir morgen zusammensetzen und du siehst, dass es nicht wahr ist, dann spielt wie eine Arschloch da, verstehst du? Das ist nicht wahr, Baba. Guck mal, du wirst in die gefriert. In diesem Telefon. Eieieiei. Okay. Na, sind es 200.000 Euro in einem anderen Video und ihr dürft nicht vergessen, das ist alles unter der Aufsicht von Moist trotzdem, ne? So, in diesem Telefonat sind es 200.000 Euro. In seinem jetzigen Statement mit Barello sind es fast eine Million. Also auf jeden Fall. Tschüss, mach doch gleich 1 Milliarde da draus. Ist doch okay. Schuldet er uns circa fast 1 Million Euro. Und in diesem Video von diesem kleinen Dude, von dem 18-Jährigen, sind es fast 600.000 Euro. Ah, Schiene sollte ihm knappe 600.000 zahlen. So, und dann widerspricht sich der kleine Typ auch noch in dem Video da. Gut, den kleinen Jungen habe ich mir gar nicht reingezogen. Ich habe das irgendwo mal da so flüchtig mitbekommen, dass irgendein Junge dazu irgendwas gesagt hat, der soll Neffe oder was weiß ich was sein. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Das kann ich dann halt auch einfach einblenden, weil das ergibt gar keinen Sinn. Weil der sagt irgendwie so etwas wie, ja, wie kannst du nur so etwas sagen, wenn du so viel Geld mit dieser App an Umsatz gemacht hast und alles. Shino, sag uns eins, wie kann man dir Geld schulden, wenn du so viel Geld mit der gemeinsamen App gemacht hast? So wie ihr das darstellt, dass ich ihn, keine Ahnung, ihr habt 3 verschiedene Summen genannt, aber sagen wir mal fast 600.000 geben muss für Product Placement oder so etwas, wo es keinen einzigen Vertrag gab. Der einzige Vertrag, der jemals zwischen mir und Mois existiert hat, war das allererste Placement. Danach gab es keinen Vertrag und es war auch nie irgendwie ein Wort, dass diese Werbung auf TikTok da, dass ich dafür Geld zahlen soll. Und nehme kein Geld für die Werbung der App als Influencer. So spätestens nach dem ersten TikTok hätte ich gemerkt, okay, das lohnt sich nicht, wenn das sogar Geld gekostet hätte. Und hier in seinem neuen Statement sagt er auch sogar, dass er kein Geld dafür wollte. So, das ist totaler Bullshit, also komplett aus dem Kontext gerissen und so etwas würde ich nicht tun. Aber man kann trotzdem noch sagen, er labert da ja auch noch irgendetwas von 2 Millionen Deal und so etwas. Es ist halt so, dass er... Wisst ihr, das Problem an Mois ist einfach, der erzählt sehr, 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 sehr viel Quatsch.
Man wird einfach, wenn man ihnen zuhört, genau wie in diesem Entschuldigungsvideo oder was auch immer das war, oder Statement oder was weiß ich, ja, wo er gewisse Sachen erklärt hat, das konnte man sich nicht unbedingt bis zum Ende geben, weil da ist einfach so viel wirres Zeug drin, man wird müde beim Zuhören. Der erzählt einfach alles Freestyle und er ist von sich sehr, sehr überzeugt. Aber Fakt ist nun mal, dass auch in den Kommentaren sehr, sehr viele Leute oder die ganzen Reactor und die ganzen Leute, die sich das anschauen, generell, ob jetzt Zuschauer oder YouTuber, die Leute peilen das. Die Leute merken, dass es nicht ehrlich ist und dementsprechend glauben die Leute das auch nicht. Die sind ja nicht blöd. Das ist immer das Problem. Irgendwann vergisst man, dass diese Menschen unten, wenn bei YouTube eine Zahl steht, wenn da 2000, 5000, 10.000, 20.000, 200.000 steht. Das sind alles Menschen. Das sind alles Menschen. Und überlegt euch nur, wenn das mal 5 oder 10.000 Menschen gesehen haben, das reicht schon. Guck, wie viele Menschen das sind. Auf einen Haufen. Das ist unfassbar. Und dementsprechend sollte man schon Anstand und Respekt haben vor dieser ganzen Geschichte. Aber irgendwie läuft das alles komplett aus den Fugen, komplett aus dem Ruder. Das ist meiner Meinung nach komplett außer Kontrolle der Mäus. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Erstens ist es so, dass ich schon die ganze Zeit die Möglichkeit habe auf diesen 2-Millionen-Deal, aber ich habe das nicht angenommen und ich hatte nur damals... Nimm doch 2 Millionen Euro Deal an, was ist los mit dir? Selber gesagt, okay, für mich selber, damit ich halt weiß, bevor ich dieses andere Projekt halt anfange, möchte ich selber 100.000 Downloads erzielen, um zu wissen, okay, man erreicht Leute. Aber das war nie Bedingung. So, das ist totaler Schwachsinn. Und selbst wenn sogar, was hat das mit Mäus zu tun? Nehme ich irgendein Geld von Mois Kooperation oder was, Mann? Dann soll er mir das auch geben, wo ich die ganze Zeit hingefahren habe, dies, das und so etwas. Das ist ja totaler Bullshit. Also, wer sowas Absurdes sich ausdenkt, keine Ahnung. Und Spaghetti Break Einnahmen sind halt auch weit niedriger als das, was die euch als Schein quasi hinlegen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne so weit juristische Schritte eingehen, sodass ich alles hinlegen muss. Ist gar kein Problem. Meine Vermutung, die App hat so 20.000 eingebracht. Circa Pi mal Daumen, 20.000 Euro. Plus, minus. Und dann werdet ihr sehen, oh, die App hat ja nicht ansatzweise das verdient, was ihr da vermutet. Wie auch immer ihr darauf kommt. Ja, keine Ahnung. Dazu kommt, die App wurde komplett stillgelegt. Stand jetzt. Kann sein, dass halt einfach irgendwie mal irgendwann wieder Werbung dafür gemacht wird. Aber Stand jetzt ist sie stillgelegt, weil ich an einem viel größeren Projekt halt arbeite. Und auch unabhängig davon, ne, wegen diesen 100.000 Downloads, die ich mir selber sogar als Ziel gesetzt hatte, es ist ja nicht so, dass der Mäus die ganze Zeit dafür Werbung gemacht hat und niemand anderes so. Es gibt ganz zahlreiche andere Leute, die halt dafür Werbung gemacht haben, durch die halt auch minimum 100.000 Downloads reinkamen. Und die App hat auch. Hey, da ist sogar Banger Music dabei. San Diego dabei. Den kenne ich nicht. Slavik, das ist dieser Comedian. Ja, das ist stark auf jeden Fall. Kann man nicht meckern, oder? Das ist auf jeden Fall sind Namen. Auch nicht im App Store 1 Million Downloads, auch totaler Schwachsinn, auch schon wieder aus der Luft gerissene Zahl. Also es wäre cool, ne? So ist ja auch geisteskrank cool gewesen, wenn diese App 1 Million Umsätze gemacht hätte, aber das ist halt einfach nicht der Fall. Auf jeden Fall sollte dann dieses Treffen stattfinden. Ich habe halt auch meine ganzen Rechnungen etc., sogar mein Laptop habe ich halt mitgenommen, und dort, um dort dann zu zeigen, okay, die App hat so und so viel verdient, bla bla bla. Und es hieß ja auch, dass das Treffen ein friedliches Treffen sein soll. Aber direkt... Also quasi direkt nachdem dieses Treffen vereinbart war, hat Mäus sein Video da auf YouTube gepostet. Und zwar mit der Beschreibung, haha, warte, Juliano und Juliano soll ich sein, ne? Ab und zu tut er so, wer das nicht, also er weiß nicht, wer das ist. Ja, dann im Video hat er Juliano oder so Juliano gesagt und hat den Namen extra so ausgesprochen, ja. Aber das soll er nicht sein. So, wie war jetzt der genaue Ablauf? Und zwar war tatsächlich am 25.03. im George Hotel um 21 Uhr ein Treffen vereinbart. Anfangs war das halt 19 Uhr irgendwo anders und da wurde das nur einmal von unserer Seite aus quasi verschoben, weil etwas dazwischen kam, aber nicht irgendwie um Tage oder so etwas, sondern der gleiche Tag, einfach 2 Stunden später in diesem George Hotel eine Location, auf die unbedingt bestanden. Und dann war das halt so, dass ich all meine Sachen zusammengesammelt habe, alle Rechnungen etc., hatte meinen Laptop dabei, weil ich wollte wirklich alles zeigen. So. Und dann sind wir losgefahren, kurz, also wir waren beim Hotel, aber wir haben gerade einen Parkplatz gesucht, haben wir auch gesehen, okay, da sind Polizisten und alles, und dann wurden wir angehalten. Dann wurden wir durchsucht und dann wurde uns gesagt, okay, wir möchten, dass ihr nicht euch hier aufhält, fahrt woanders hin. Oh. Daraufhin habe ich sogar zum Polizisten gesagt, ich würde trotzdem gerne kurz einmal hingehen. Und er hat halt gesagt, nein, wir möchten das nicht, geht woanders hin. Und dann sind wir halt weggegangen. Ich kann ja nicht einfach, wenn da halt viele Polizisten sind, irgendwie hingehen. Aber danach habe ich danach natürlich mit der Polizei weitergeredet und alles. Und ja, dann hat sich halt etwas festgestellt, dass auch die Polizei, also erstmal hat sie gehandelt, weil die selber, quasi diese Personen, waren denen schon unter anderem halt bekannt. Und die haben selber dem eine Gefahr zugeordnet, dass sie dann halt selbst gehandelt haben und dort halt vor Ort gewesen sind. Und tatsächlich, ja,
wurden diese Leute nicht einfach so festgenommen, sondern hatte eine Person von denen eine scharfe Schusswaffe zu diesem friedlichen Treffen mitgenommen. Bitte? Bitte? Friedliches Treffen? Eine Schafe bei einem friedlichen Treffen? Okay. Und diese Person mit der Waffe ist dann irgendwie weggelaufen und hat die Waffe dann weggeschmissen, wurde dann halt festgenommen. Und das waren vier Leute dann, die haben... Was man hier sagen muss, ganz klar, gell? Weil ich immer wieder dieses Gangster-Codex, Modex, diese ganzen Leute höre. Guck mal, aus einer unnötigen Sache. Ich meine, diese Sache ist völlig unnötig. Da kann man wieder mal drum froh sein, dass die Polizei da eingegriffen hat. Wer weiß, was da sonst geschehen wäre. Und das Ganze nochmal, für was? Für was? Etwas, was man auf jeden Fall so klären kann. Aber das, wie gesagt, das ist deren Sache. Ganz klar, ich verstehe nur nicht, wie so etwas komplett ausarten kann. Versteht ihr, wie ich meine? Weil im Endeffekt, Jeno, du hast denen Geld gegeben. Warum hast du einfach so blind Geld gegeben? Wieso habt ihr nichts vertraglich festgemacht? Wieso ist das alles so eigenartig verlaufen? Das ist das, was ich mich nach wie vor frage. Wenn du die ganze Zeit mit Mois warst und du hast gesehen, dass er vielleicht nicht so korrekt ist oder viele Fehler hat, was auch immer, und du einfach keinen Bock auf diese Art von Menschen hast, dann frage ich mich, wieso du weiterhin mit denen gewesen bist. Ich meine, wenn wirklich das in der Türkei so gewesen ist und der die Gelder veruntreut hat, was ich hier niemandem unterstellen will, dass das eine krasse Sünde ist, gell? Weil mit Leid von anderen spielt man absolut nicht. Absolut nicht. Aber er hat weiterhin mit denen gechillt. Das ist das, was ich mich halt frage. Warum hat er weiterhin mit ihnen gechillt? Warum hast du das gemacht, Chieno? Wieso hast du nicht die Reißleine schon viel, viel früher gezogen? Das sind alles Fragen, die ich an dich gehabt hätte, generell, aber die immer noch nicht beantwortet wurde. Keine Ahnung. Und er hat ihnen weiterhin Geld gegeben, weiterhin mit ihnen abgehangen. Ich könnte das zum Beispiel nicht. Ich sag euch, wie es ist. Ich könnte das nicht. Wenn ich merke, jemand ist so komisch oder so, dann ciao. Hau rein, Digga. Wir haben gesagt, ihr kommt zu dritt, aber dann waren es doch vier Leute und dann wurden die in die Polizei. Aus Spaghetti-App wurde Dings mit einer Scharfen da ein Treffen. So soll das ändern, wegen Spaghetti-App und bisschen Dings, Geld hier und da, bisschen haha, hihihihi. Polizeistelle 11, das Steindamm 82, wurden die halt hingebracht, alle vier Leute, und dann, ja, waren die in polizeilicher Gewahrsam. Allerdings wurden die in selber Nacht freigelassen. Um 0.37 Uhr war Mois wieder frei. Das heißt, es waren circa zwei Stunden, die er dort mit der Polizei verbracht hat. Jetzt kurz zum Thema iClip, also dieses Goldportemonnaie, das ich halt habe. Und da hat... Ganz kurz noch, Leute. Also, falls ihr euch jetzt fragt, warum ist es so, warum ist Mois so geworden oder sonstiges? Ich sag euch mal eine andere Sache. Ne? Viele Leute in diesem generellen Business, wenn es so ein bisschen mehr, wenn es mehr als um 100 Euro geht, 1000 Euro geht, dann werden Leute halt richtig ekelhaft. Ja? Da werden Leute richtig ekelhaft. Und da gibt es nicht mehr, ist es rechtens oder nicht rechtens. Und dementsprechend läuft das meistens so ab, dass der eine beispielsweise dann die Straße hat an seiner Seite und der andere Person halt, eventuell, das will ich jetzt nicht hier nur hier unterstellen, gell, versteht mich nicht falsch, aber in den meisten Szenarien ist es so, und die andere Partei geht halt dann zur Polizei. Und das kann man dieser Person dann auch nicht verübeln. Es sei denn, diese Person hat selber auf Street gemacht und hat das herausgefordert. Das ist was anderes. Aber wenn das ganz normal ist und dann ekelhaft gehandelt wird, dann bin ich davon absolut, absolut kein Freund. Da kann derjenige auch meiner Meinung nach direkt zum Rechtsstaat gehen und fertig, aus, Ende, aus. Da ist, wie gesagt, das hat nichts mehr mit irgendwelchen seriösen Geschäften zu tun. Das ist einfach nur eklig. Und ich persönlich halte von so Leuten ganz Abstand. Das ist für mich völlig unnötig. Unnötiger Ärger. Völliger Blödsinn. Halt Mois auch einen Kommentar in seinem 5-Minuten-Video da auf YouTube verfasst. So, erstmal, das eigentliche Kommentar war: Selbst wenn du das beweisen kannst, was ist mit dem goldenen Eye-Clip und die ganzen anderen Dinge, die du abgezogen hast? Untermensch einfach. Mois antwortet daraufhin: Also kann nicht sein, dass ein Penner-App-Entwickler mein Geld geklaut hat, also ich, und so daraus will, ne? Und dass er kein Geld hatte und man dem wie ein Penner den iClip geschenkt hat. Hahaha, ihr Pisser. Also, darauf gehen wir jetzt kurz mal ein bisschen genauer ein. Ich habe ja schon bereits erwähnt, dass er mich darum angebettet hatte, dass ich ihn diesen iClip abkaufe. Und das war auch wirklich so. Und jetzt wird es halt nochmal kurz von Anfang an erklärt. Und zwar habe ich von diesem guten Ding sogar auch einen Verlauf, wo er mir schreibt: Wo bist du, Bro? Wollt kurz trinken, hat eine Idee, könnt ein Pfandhaus diese Geldbörse bringen, also den iClip, für 3K auf süß und die 3K morgen Casino reinschallern. Oh Mann, was muss ich hier lesen, Alter? Das ist hart. Ich sag euch, Spielsucht ist eine ganz, ganz ekelhafte Sache. Oje.
wenn wir rein keggen, keggen wir rein. So. Und dann hatten wir uns halt getroffen und dann hat er gesagt, ja, ey, statt das jetzt irgendwie in Dings empfangen. Also ich persönlich sage euch ganz ehrlich, gell, ich gebe bei jedem gerne eine zweite Chance und so weiter. Aber ich persönlich werde jetzt live den Mois, den ich jetzt kürzlich wieder verfolgt habe, weil ich einfach wissen wollte, was abgeht, werde ich auf jeden Fall entfolgen. Hier entfolgen, nicht mehr folgen. Ciao. Ekelhaft. Voila, ekelhaft. Handhaus abzugeben. Kannst du mir das nicht bitte abkaufen? Bitte, bitte, bitte. Du kriegst dann halt auch wieder bei der nächsten Kooperation das Geld und so etwas, bla, bla, bla. Und das heißt, er hat mir dieses Ding, ich habe ihm das ja nicht abgekauft, so dass ich das behalten will, sondern ich habe das Ding als Pfand quasi genommen, dass er zurückkaufen soll. Und da habe ich auch eine Sprachnachricht von ihm, wo er sagt, dass er das zurückkaufen will. Ja, Bruder, du kannst 14 Uhr da sein, wenn du willst. Ich habe leider 2 Milliarden Termine heute. Ich werde es nicht schaffen, diesen Einclip heute zu verschenken. Weil ich brauche dafür irgendeinen Hurensohn, der danach nicht redet. Ich kenne nicht einen in meinem Freundeskreis, der später, nachdem er mich 2 Jahre später kannte, nicht reden wird. Deswegen, Bruder, sorry. Ich habe ca. 2000 irgendwas Euro. Wenn das unnormal auf den Sack geht und deine einzige Existenz von diesem Portemonnaie abhängt, werde ich dieses Portemonnaie irgendwie zurückkaufen. So, also, er wollte das Ding von mir für 2000 abkaufen. Das habe ich halt nicht gemacht, weil ich habe ihm das für 8000 abgenommen und dann wollte er irgendwie den Rest später zahlen. Aber so, dann hätte ich mich nur noch mehr abziehen lassen, denn dann wäre es nochmal 6000 Euro mehr gewesen. Das heißt, deswegen habe ich ihm das nicht für diese 2000 Euro zurückgegeben. Und da im Video von Just Nero, da habe ich auch das erste Mal gesehen, dass das anscheinend Strafanzeige gegen mich erstattet wurde von iClip. Was halt auch komisch ist, denn ich hatte mit iClip geschrieben, die haben mich auch gefragt, ja, wie viel willst du denn? Ja, und daraufhin sehe ich dann halt dieses Video, weil iClip hat dann irgendwie mir nicht mehr geantwortet. Und in diesem Video ganz unten steht etwas, dass Hinweise mit 5000 Euro entlohnt werden. Das Unternehmen hat noch geschrieben, Hinweise, die zur Rückführung des Objekts führen, also zurück in den rechtmäßigen Besitz von iClip, werden mit 5000 Euro belohnt. Ja. Also das verstehe ich auch nicht, weil ich kann von mir aus liebend gern, kann ich sogar iClip das Ding für 5000 Euro geben. Dann habe ich immer noch einen Schaden von 3000 Euro, aber ihr seht das halt irgendwie als mega schlimm oder als vielleicht dumm oder so, aber wie gesagt, erstens, es war halt nicht, dass ich es abkaufe und verkaufe, totaler Bullshit, sondern es war als Pfand gedacht, aber es ist halt deswegen bei mir geblieben, weil er mir nie die gesamte Summe, die ich ihm gegeben hatte, wiedergegeben hat. Und dann aus der Sicht von iClip, also wäre ich iClip, hätte ich halt so gedacht, ja, okay, wir haben durch Mois, also die sagen ja, das Ding hat einen Wert von 20.000, wir haben einen Schaden von 20.000 wegen Mois erlitten und dann kommt da eine Person um die Ecke und würde uns das für 5.000 verkaufen. Das heißt, ich bin die Person, die deren Schaden von 20.000 auf 5.000 minimiert hat. Was ich eigentlich voll gut finde. Aber, also, da jetzt eine Straftat oder so etwas, war nie meine Absicht. Wie gesagt, es war als Pfandgegenstand gesehen. Und ich wollte ihn halt in diesem Moment trotzdem helfen, weil er halt unbedingt dorthin wollte, weil er unbedingt dachte, er kann das Geld vervielfachen im Casino. Aber war halt klar, dass das nichts wird, gerade so, wie er dort daran gesessen hat. Ja? Wenn ich nur das höre schon, vervielfachen im Casino. Ich wollte dieses Thema iClip halt einfach nur auch nochmal kurz ein bisschen genauer ansprechen. Jetzt kurz zum Management. Wie kann das sein, dass ihr es wagt, über meinen Charakter zu urteilen und sagt, dass ich so und so bin und Türken hasse oder sonst etwas? Das ist ja mal komplett absurd. Ich meine, ihr habt weder mit mir ein Wort geschrieben, noch ein Wort gesprochen. Das heißt, ihr vertraut hier blind wieder auf das, was Mois euch sagt. Und es ist so gewesen, dass Mois gesagt hat, dass er Türken dreckig findet und sie hasst. Und daraufhin hat er mich gefragt, was halte ich davon? So. Und dann habe ich halt gesagt, mir ist es egal, ob jemand Türke ist. Denn für mich ist ein Mensch halt einfach ein Mensch. So. Alle haben als Mensch den gleichen Wert. Sowohl ich. Das sehe ich genauso. Also, ich kann von keiner Nation sagen, dass sie dreckig ist oder so. Nur weil, was ist das denn, Alter? Ich als auch irgendjemand auf der Straße oder sonst etwas. Für mich ist jeder einfach nur ein Mensch. Für mich spielt die Nationalität keine Rolle. Und das ist halt krass, dass ihr dort halt einfach die Worte so umdrehen wollt. Denn ihr dürft auch nicht vergessen, guck mal hier, ich bin nach wenigen Tagen, nachdem ich Mois kannte, dass dieses Erdbeben passiert, ich bin freiwillig mit zu diesem Erdbeben hingegangen, ne? Und ich habe dort halt mitgeholfen, ohne dass ich irgendein Video oder sonst etwas gemacht habe. Wieso sollte ich das denn tun, wenn ich Türken hasse? Wieso sollte ich einfach in die Türkei fliegen oder das alles tun, den Leuten da helfen, die ganze Zeit essen und dies und das verteilen? Und nur weil ich Türken hasse, mache ich das? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist ja totaler Schwachsinn. Er ist doch derjenige, der daraus ein Video gemacht hat und dies und das und scheinheilig davon sagt, dass er halt da 60.000 Bar bezahlt hat an Spendenorganisationen, dies, das. Darauf kommen wir auch gleich nochmal ein bisschen weiter. Das wollte ich kurz vorab sagen. Eure schönen Türken haben für ihr ganzes Volk, als es gelitten hat und man runtergefahren ist, nicht mehr als 16.000 Euro gespendet. Und auch dieses, dass es mir um Promo und Fame geht. Also ich hätte halt, denkt mal ein bisschen weiter nach. Also alle Leute, die denken, dass es mir um Promo oder Fame geht, so, das ist auch so schwachsinnig wieder. Ich hätte doch einfach
Wenn ihr ein bisschen weiter denkt, hätte ich doch einfach zu dem Zeitpunkt, wo ich die ganze Zeit mit ihm unterwegs war und er mir noch vorgespielt hat, dass ich sein bester Freund sei, hätte ich doch auch einfach mit den TikTok-Livestreams machen können. Ich hätte einen Kanal machen können, den hätte er for free gepusht und alles. Aber warum hast du denn generell diese ganzen Schritte gemacht? Warum bist du diesen gewagten Weg gegangen, Shiano? Das ist das, was immer noch nicht beantwortet ist. Warum hat er so ein blindes Vertrauen zu Mois gehabt? Warum? Was man gehört hat, dass Shiano halt ein Fan war von Mois. So hat Mois das jedenfalls dargestellt. Warum hat er überhaupt generell die Nähe zu ihm gesucht als Produktplacement, ne? Product Placement, hat er ja gesagt. Gut, aber das kann man ja auch distanziert führen. Mir kommt es so vor, als ob du irgendwie Mois seine Brieftasche warst. Wisst ihr, wie ich meine? Und da frage ich mich doch, warum macht man dann sowas? Ich würde sagen, hey, hör mal zu. Es ist hier ein ganz klares Business. Du pushst die App und dafür bekommst du Geld. Oder wir teilen 50-50 oder wie auch immer. Und dann hat sich die Sache gegessen. Aber dass ich dir die ganze Zeit Kohle gebe oder irgendein Krimskram abkaufe, dein Handy abkaufe oder dein iClip da abkaufe oder sonstiges, das ist nicht. Wie sehe ich denn hier aus? Wie die Wohlfahrt oder was? Also so ungefähr hätte ich das kommuniziert und hätte dann klar gesagt, ey, hier sind ganz klar Dinge, die hier überschritten werden, ganz einfach. Aber wie gesagt, ich verstehe das sowieso nicht. Und das wird hier nicht richtig erklärt, finde ich jedenfalls. Hätte ich doch alles machen können, wenn es mir um Fame und Reichweite geht. Also das ist so ein schwachsinniges Argument. Und dazu kommt halt, ich habe früher vor Jahren mal nur wenige Wochen YouTube gemacht und hatte dort halt auch krassen Hype so von sich aus. Aber gut, da hat halt ApoRed tatsächlich ein bisschen mit reingespielt. Und dort hatte ich halt einen krassen Hype. Das war innerhalb von 3-4 Wochen hatte ich über 20.000 Abonnenten. Und das sind diese Abonnenten, die ihr hier seht. Ein paar sind jetzt halt wegen diesem Thema dazugekommen. Aber die Hauptanzahl an Abonnenten ist von damals. Das sind vielleicht inaktive Abonnenten, aber ist egal. Das war halt wegen damals. Und dort habe ich das halt auch einfach direkt von einem auf den anderen Tag liegen lassen, weil ich halt einfach andere Sachen gemacht habe und andere Dinge im Kopf hatte. Also, das ist... Also, ihm ging es nicht um Fame. Ihm ging es nicht um irgendwie Abonnenten. Ihm ging es nicht um YouTube. Ihm ging es um die App. Dann ist es auf jeden Fall ein sehr kostspieliges Placement gewesen, was du da gemacht hast. Ohne Vertrag, mit Vertrag, was auch immer. Teils, ne? Also sehr, sehr eigenartig. Das ist komplett absurd. Und selbst wenn ich jetzt sogar Videos machen will oder sonst etwas, ist es doch mir überlassen. So ist es doch nicht schlimm. Und ja, ich habe jetzt vielleicht auch vor, demnächst irgendwelche Formate rauszuhauen, wo ich halt Videos mache. Hey, ich bin vollkommen cool damit, gell? Also jeder kann YouTube machen. Keinen ist es verwehrt. Und jeder, der denkt, dass er irgendwie ganz oben ist, der kann auch ganz tief fallen, wie man auch in der Vergangenheit schon gesehen hat bei den ein oder anderen YouTuber. Oder Streamer oder whatever oder Musiker. Fakt ist nun mal, derjenige, der gönnt, wird meistens selber gepusht. Derjenige, der nicht gönnt, wird ganz tief meistens fallen. Lügen kommen halt sehr, sehr oft, so gut wie immer, ans Licht. Und dementsprechend musst du keine große Reichweite haben, um gewissen Leuten das Genick zu brechen. Das ist wieder ein sehr gutes Beispiel hier, muss ich ganz klar sagen. Auch wenn die Beweggründe hier sehr komisch vorkommen. Was weiß ich, Selbstexperimente oder Scam-Talk weiterführe oder was weiß ich, so. Na und? Lasst mich doch machen. So, das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Fame will oder sonst etwas. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, halt weiter dranbleiben, das mitverfolgen. Oder wenn ihr keinen Bock habt, dann könnt ihr auch gehen. So, das ist komplett egal. Das ist nicht das erste Mal, dass ich irgendwie Videos gemacht habe oder sonst was. Das ist ein Schwachsinn. So, das ist totaler Schwachsinn und dieses Fame-Argument ist total nichtig. Und dieses mit dem, dass meine Fraktion mir die Schuld zugewiesen hat, das ist auch so absurd. Also ihr schreibt so etwas, weil ihr denkt, okay, es kommt jetzt nichts mehr von mir, weil ich halt einfach die ganze Zeit nichts mehr gemacht habe und erstmal beobachtet habe. Nein, so ist es nicht. Totaler Schwachsinn. Meine Fraktion, okay, so wie ihr das nennt, die wissen alle, dass ich im Recht bin. Die wissen das. Die haben meine Kontostände live gesehen. Die haben meine ganzen Rechnungen und alles gesehen. Die wissen das alles. Ihr seid diejenigen, die auf die leeren Worte von Mois vertrauen. Das ist so ein Schwachsinn. Was lernen wir da draus, liebe Leute? Macht es. Auch wenn es euer Freund ist, ne? Damit jeder im Recht am Ende ist, macht das Ganze vertraglich fest, damit am Ende nicht so etwas geschieht. Damit ihr gar nicht irgendwie persönlich irgendjemand treffen müsst, angreifen müsst oder so ein Scheiß. Oder irgendein Statement machen müsst, dass ihr dann ganz einfach euer Recht klagt, wenn es so sein muss. Und dann ist es einfach so, wie es ist. Scheiße gelaufen, Shiano, bis jetzt. Aber... Es geht jetzt weiter, denn dieses Management wollte mit unwiderlegbaren Beweisen alle Lügen widerlegen. So, jetzt kommt ein Witz. Aber wenn ich gerade überlege, gell, um wie viel handelt es denn? Über was reden wir denn hier überhaupt gerade? Wir reden doch von, was er
Mäus gegeben hat. Was ist das insgesamt? Hat er auch allen Leuten auf der Straße, alles, was er verschenkt hat, das Geld denn gegeben? Also sagen wir 30.000 oder so? Das wäre schon bitter. Schlobbert hat alles auch draußen auf der Straße, was Mäus verschenkt hat. Was sein Geld, oh Gott. Wenn das der Fall ist, ich glaube, es ist so. Ich bin mir nicht ganz sicher, das wäre hart. Ich schwöre, das wäre hart. Was hast du da gemacht, Cerno? Witziger Punkt, denn es wurden PayPal-Auszüge und alles gezeigt. Ich muss halt, wie gesagt, vielleicht ein paar Cuts machen, weil ich hier auch selber am Handy die Screenshots mal angucken muss. Ich werde halt nicht komplett alles vorlesen, aber halt nur die Dinge quasi ein bisschen zusammenfassen, welche ich als wichtig erachte zu erwähnen. Und zwar steht hier, am 6.2.2023 waren 1242 Euro auf dem PayPal-Konto. Dann gibt es hier einen Screenshot, wo man sieht, ja okay, am 6. Februar 2023 um 22.16 Uhr waren 1242,51 Euro drauf. Okay, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass alle Screenshots echt sind, von mir aus. So, ich meine, das ist halt absolut gar kein Beweis. Man kann alles reinschreiben, alles editieren, wie man will, aber ist egal. Sogar, wir gehen davon aus, dass es echt ist, und da wir sogar davon ausgehen, schießt ihr euch nur selber sogar ins Bein. Denn dieses Video, wo er am Anfang aufgerufen hat, um Spenden oder Unterstützung, wie er es genannt hat, zu sammeln, wurde diejenigen... Ja, das hat Just Nero, der YouTuber, schon, glaube ich, gesagt, ne? Das Video habe ich mir auch privat angeschaut. Ja, wo er gesagt hat, dass nach so und so vielen Minuten so und so viel eingenommen wurde. Und da halt irgendwie, ich glaube, 30, 40 Minuten waren dann Abstand oder so. Nach 30, 40 Minuten, nach dem Release von diesem Video, ist irgendwie Summe X reingekommen. Und danach wurde halt nichts mehr gezeigt oder so, irgendwie sowas. Die Mäus kennen, er hat oft seine Videos abends geuploadet. Dieses Video wurde um 21.05 Uhr veröffentlicht. Und ich glaube, das ist jetzt auch nur so die Zeit, die da steht, sondern ich denke, das ist halt öffentlich für alle halt ein bisschen später gewesen. Man kann ja jetzt geplante Videos machen und so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde das am Abend veröffentlicht. Und dann geht es weiter. So. Am Ende des Tages 16.418,55 Euro wurden erreicht. Ihr stellt das mit diesem Satz so dar, als ob jetzt irgendwie so gefühlt ein ganzer Tag vorbei ist und dann dieses Geld reingekommen ist. Aber wenn man nur die Zeiten zwischen euren beiden Screenshots vergleicht, ist da ein Zeitunterschied von gerade mal 37 Minuten. Und innerhalb dieser 37 Minuten sind halt einfach über 15.000 Euro mehr auf PayPal drauf gewesen. Also wenn ansatzweise es in diesen Rhythmus reingekommen ist, dann ist es auf jeden Fall eine Summe gewesen, die hoch war. Ne? Und wenn das irgendwie abends erst veröffentlicht wurde oder morgens oder wann auch immer, dann ist es ja so, dass die Stoßzeiten so zwischen 16 und 20 Uhr ungefähr ist. Ne? So zwischen diesem Zeitraum gucken die meisten Leute wahrscheinlich seine Videos. Das heißt, durch dieses Video kamen innerhalb von 37 Minuten einfach über 15.000 Euro rein. Und ihr wollt mir sagen, die Summe, die ich genannt habe, ist unrealistisch, aber es wird ja noch viel witziger. Denn hier steht halt auch, in der Zeit vom 6.2. bis zum 11.3. wurden ca. 30.000 Euro generiert. Dann steht hier noch, also 6.2. bis 11.3., das ist über einen Monat, ne? Dann steht hier noch, für den ganzen Februar, vielleicht meinten die auch 11.2., aber da steht 11.3. So, für den ganzen Februar wurden 52.031,30 Euro generiert. Hierzu ist anzumerken, dass Mäus täglich mit seinem Video schon 1.000 bis 3.000 Euro generiert hat. Also, viele wissen, dass YouTube-Einnahmen erstens nicht täglich ausgezahlt werden und zweitens auch nicht auf PayPal. Und diese 1.000 bis 3.000 Euro sind auch weit dahergerissen, denn er hat keine 1.000 bis 3.000 Euro täglich durch einfach nur seine Videos da halt irgendwie reinbekommen. Es war sogar so, dass wir halt auch eine Zeit lang, weil ich ihm halt kein Geld mehr gegeben habe, da waren wir dann halt in Berlin, dann hat er sogar auf Insta eine Story gepostet mit seinem PayPal und hat auch Geld gefragt. Und dann durch diese Story kam dann innerhalb von 24 Stunden circa, ich glaube, 1.500 bis 2.000 Euro rein. Aber das war eine Ausnahme. Und in Regelfällen waren da keine 1.000 bis 3.000 Euro. Und vor allem, wie gesagt, YouTube zahlt nicht täglich aus und auch nicht auf PayPal. Das heißt, diese Einnahmen haben gar nichts mit diesen 52.000 Euro zu tun. Also das heißt, es sind keine YouTube-Einnahmen gemeint, sondern was über PayPal selber so reinkam durch die Videos, da PayPal unter den Videos war. Und das ist auch totaler Schwachsinn, wie gesagt. Also da kamen keine 1.000 bis 3.000 Euro rein. Könnten die ja auch gerne belegen. Das wäre ja kein Problem. Aber wird halt auch nicht passieren. Weil dann könnte man halt einfach irgendwie über einen Zeitraum von, keine Ahnung, 2 Monaten oder sowas einfach täglich zeigen, was da reinkam. Und dann rechnet man einen Durchschnittswert aus. Und dann kann man sogar diese Summe von mir aus, von innerhalb dieser Spendenzeit für die Türkei, einfach mal davon abziehen. Und dann werdet ihr sehen, dass das komplett dahergerissen ist. Aber viel witziger ist der Punkt erstmal, es gibt einen Screenshot mit diesen 52.000 Euro. Dort ist aber komischerweise kein Datum und keine Uhrzeit drauf. Es ist halt so, dass dort ja an dieser Nachricht steht, für den ganzen Februar wurden 52.031 Euro umgesetzt.
generiert. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ihr zeigt einen Screenshot von einem PayPal-Stand, erstens welcher bearbeitet werden sein, also welcher. Ja, das wird bei denen alles gerichtlich geregelt werden. Der wird sagen, wir haben mündlichen Vertrag gemacht oder sonstiges. Generell für diese ganzen Summen, die Shieno wahrscheinlich Mois gegeben hat für diese Videos, wird er sagen, hier, das war nie so abgemacht, dass ich irgendwie Geld verschenke oder so, ne? Dann wird das Problem sein mit der Spaghetti-App bei dem, dass sie sagen, das war ein Geben und Nehmen. Dafür, dass ich das Geld bekommen habe, habe ich da Werbung gemacht. Andererseits mit diesen Spenden, das werden wir, glaube ich, nie in Erfahrung bringen, was es genau auf sich hat mit diesen Spenden in der Türkei. Ich hoffe nur, dass er auf jeden Fall wirklich da gespendet hat. Die Menschen, die da wirklich gespendet haben mit Herz, dass es auch da angekommen ist, hoffe ich sehr. Mehr kann ich eigentlich zu diesem Spendenthema nicht sagen. Es sei denn, Shiano zeigt noch irgendwas. Ich finde es traurig, über was man sich hier unterhalten muss, wirklich. Es entsteht eine Katastrophe, ein Erdbeben. Und dazu, da sind wirklich so coole Menschen, die Geld zusammenschmeißen und sagen alle, mach, Bruder, mach. Mach, Bruder. Und am Ende muss man sich darüber streiten, was mit dem Geld passiert ist. Junge, Junge, alle. Traurig, traurige Welt. Bearbeitet sein könnte. Und auch, bedenkt ihr mal, dass für den ganzen Februar wurden 52.031 Euro generiert. Und dann zeigt ihr einen Screenshot mit 52.000. Das heißt, es wurde kein Cent berührt in diesem ganzen Februar. Es ging nie. Ja, auch unlogisch. Unlogisch. Einen ganzen Monat hat sich kein Cent bewegt. Keine Ahnung. Irgendwie Geld davon weg oder so. Was ist das denn für ein Schwachsinn so? Also nur diese Summe dazu zeigen und man kann die ganze Zeit immer was wegnehmen und dies und das und so. Dann stehen da andere Summen und man kann das halt hier bearbeiten. Da steht kein Datum, da steht nichts. Denn ich war in derselben Nacht, wo er dieses Video veröffentlicht hat und nach diesen Spenden gefragt hat, war ich mit ihm unterwegs. Und dann in dieser Nacht, und das weiß ich ja, das war halt so circa 4 Stunden oder sowas, nachdem er dieses Video veröffentlicht hat, war ich mit ihm unterwegs im Auto und dann hat er mir sein PayPal gezeigt und da waren schon 37.000 drauf. Also, ich weiß ja, was ich gesehen habe. Das ist totaler Bullshit, was hier jetzt gezeigt wird. Also, kein einziger Beweis. Und dann wird halt auch noch von diesem Management da versucht, den Namen, wen halt das PayPal quasi zugeordnet wird, zu zensieren, damit man denkt, dass es einer anderen Person quasi gehört. Aber hier ist das unzensierte Bild. Selim Khan Arzanov. Das ist Moisk, ne? Hart. Also nochmal zum Mitschreiben, Leute. Nochmal. Management da versucht, den Namen, wen halt das PayPal quasi zugeordnet wird, zu zensieren, damit man denkt, dass es einer anderen Person quasi gehört. Aber hier ist das unzensierte Bild. Das Problem, wenn ich mich hier nicht irre, gell? Ihr könnt mich gerne kommentieren in den Kommentaren, wenn ich irgendwie hier falsch liege. Ich will niemanden hier irgendwas unterstellen. Aber so wie ich das noch im Kopf habe, wurde doch gesagt, dass ein gewisser Herr namens Pascal das PayPal, also diesen PayPal, das PayPal-Konto geführt hat und dementsprechend er auch nicht irgendwie was abheben konnte, dass es eingefroren ist und dieser besagte Pascal ist abgehauen. So wurde es erklärt, oder? Oder irre ich mich? Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Ne, wurde es doch kommuniziert. Vielleicht bringe ich hier auch Dinge durcheinander. Aber es wurde hier zensiert. Und er zeigt quasi die unzensierte Version. Natürlich könnte ich ja nur auch das jetzt gefaked haben. Wisst ihr, wie ich meine? Man muss hier mit gleicher Maß hier messen. Ich kann jetzt nicht sagen, bei dem einen ist gefaked, bei dem anderen nicht. Weiß ich nicht. Aber es ist sehr, sehr eigenartig. Wenn das so ist, wie ich gerade erklärt habe oder wie ich denke, dann ist das, glaube ich, mehr oder weniger absolut ekelhaft. Jetzt wird es auch nochmal witzig. Und zwar wurde halt quasi gesagt, ja, okay, wir versichern euch, dass das Geld in der Türkei in mindestens doppelter Höhe angekommen ist. Genau. Und dann, warum, wenn man das versichert, postet man etwas, wo man fragt, ja, okay, so, ich würde die Auszüge in erster Linie für mich benötigen, da wir die genaue Summe kennen müssen. Wenn ihr noch nicht mal die genaue Summe kennt, wie kann es sein, dass ihr sagen könnt, okay, ihr versichert, dass es in doppelter Höhe angekommen ist? Wie soll das gehen? Also, sehr unlogisch. Ja, sehr unlogisch, wenn man nicht mal die genaue Summe weiß und dann sagt, die doppelte Summe ist angekommen. Sie widerspricht euch permanent. Das ist geisteskrank. Also das ist wirklich geisteskrank. Und danach wird halt auch nochmal geschrieben, so, du musst mir das erklären. Es sieht so aus, als ob da einiges mehr auf PayPal ankam, als von dir angegeben. So, das heißt, ihr musstet ja irgendwie schon vorher von Mois eine Summe gewusst haben, die halt anscheinend doppelt angekommen ist. Und er muss euch ja irgendwie davon überzeugt haben, dass ihr das geglaubt habt, dass dieses Geld doppelt sogar in der Türkei in bar ausgegeben wurde, ohne jeglichen Beweis oder sonst was. Also das ist ja mal auch komplett absurd. Und dann fragt ihr halt sogar auch noch, was ist mit diesem Geld am Ende passiert? Das heißt, ihr wisst das gar nicht. Ihr gebt das hier selber zu, ihr wisst das gar nicht. Denn ihr seid Leute, ihr wart zu diesem Zeitpunkt, ihr hattet zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht mal irgendeine Art von Kontakt mit Mois, weil also ich habe da eh gar nichts mitbekommen. Ihr seid ja erst gekommen, nachdem ich weg war. Aber das heißt, ihr wisst das gar nicht. Ihr vertraut einfach auf das, was Mois sagt. Total crazy. Wie kann man
so eine unsichere, komplett lügende, täglich lügende Quelle als Beweis nehmen wollen. Und dann schreibt ihr noch so etwas wie, aber die Gelder für die Türkei sind in doppelter Höhe mindestens angekommen, Ausrufezeichen, auf Vertrau-mir-Bruder-Basis, nice. Und dann wird noch geschrieben, wir haben alles unserer Meinung nach belegt und nachvollziehbar wiedergegeben mit dem, was wir haben. Digga, what the fuck, ich sag ja, auf Vertrau-mir-Bruder-Basis. Und noch viel witziger wird, dass danach ja der Mois selber in einem Kommentar geantwortet hat, so, ich musste von Anfang an niemanden irgendwas beweisen und habe es trotzdem gemacht. Also ihr dürft das nicht vergessen, ne? Mois war nicht im Gefängnis und war die ganze Zeit dabei und das lief unter seiner Aufsicht. Er hat höchstwahrscheinlich sogar auch viele Sachen selber geschrieben und da wurde halt sehr wahrscheinlich nichts gepostet, das er nicht wollte. Aber er selber sagt ja halt auch so, er hat es bewiesen. Digga, like, what the fuck? Es ist kein einziger Beweis in diesem Statement gewesen. Auch jetzt in diesem Barello-Ding jetzt ist kein einziger Beweis. Was ist das? Es liegt in deiner... Wenn du das beweisen möchtest, ne, dann musst du, wie ich halt auch schon mal gesagt habe, live dein PayPal zeigen, aktualisieren und dann runterscrollen und alles zusammenrechnen, dies, das und so. Und dann musst du halt auch komplett zeigen, selbst... Das wäre die einfachste Variante. Da stimmt ihr mir doch alle zu, oder? Es ist ja ein Fakt, dass man darauf auch Steuern gezahlt hat. Egal, wie viel angekommen ist, darauf muss man Steuern gezahlt haben. Er kann ja sagen, dass er das Doppelte ausgegeben hat drüben. Er sagt aber selber, also Mois sagt selber, dass er diese Beweise nicht hat. Diese Belege hat er alles nicht, weil alles dort bar bezahlt werden musste. Das verstehe ich auch. Das ist auch nachvollziehbar, ne? Ist klar. Aber auf PayPal kann man definitiv nachvollziehen, was wo eingegangen ist. Und das hätte er einfach mal so zeigen können, live. Fertig. Aber, naja. Wenn du es dann bar ausgegeben hast, okay, das ist dann irgendwie rausgegangen und das habe ich da und dafür ausgegeben. Und selbst wenn du dafür keine Rechnungen hast, Mann, du bist jemand, der alles, was er ausgibt, aufnimmt. Und dann willst du mir sagen, du hast das, was du da, und dann in so einem Video hast du auf einmal nur aufgenommen, wo halt ein paar tausend Euro ausgegeben worden sind. Stimmt auch wieder. Also ich hätte das persönlich gemacht, um zu zeigen, dass man was bewegen kann, dass wie viel bewegt wurde mit eurem Geld, das gespendet wurde und dementsprechend hätte ich das gemacht. Ich hätte das aufgenommen, möglichst alles aufgenommen, was genau, wie, was, wo mit dem Geld passiert ist. Das ist das Mindeste, was ich den Leuten dann schulde. So, wisst ihr, wie ich meine, was ich den Leuten wiedergeben könnte mit den Einnahmen, die gespendet wurden. Aber soweit ich mich erinnere, hat er aber auch gesagt, dass er einen großen Teil auch gespendet hat an eine Organisation. Und dafür hätte er eventuell, denke ich mal, müsste er einen Beleg bekommen, ne? Vielleicht irre ich mich auch bei dem ganzen Gefasel und ganzen Gelaber, dass ich da auch nicht mal hinterherkomme. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, sagte Mois, dass er auch einen großen Teil einer Hilfsorganisation gespendet hat. Und das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ich bitte dich, Mann. Ich bitte dich. Dann hättest du doch, jemand wie du hätte direkt alles aufgenommen. Alles. Der hätte 50 LKWs aufgenommen, die angeblich dorthin. Aber ehrlich. Die angeblich bezahlt wurden und dort gekauft wurden. Und ja, totaler Schwachsinn. Jetzt greife ich... Und nur mal so am Rande, gell? Ich habe ja ein Video gemacht, wo ich auf Maestro seine Instagram-Stories reagiert habe. Und die haben wir uns vorlesen lassen. Und da wurde es halt so kommuniziert, dass er ihm auch gedroht wurde. Und das wurde dann gesagt, nein, ihm wurde nicht gedroht. Also nach dem, was ich hier höre, in diesem Video gehört habe von Chieno, klipp und klar, was da rausgekommen ist alles, wie diese gewissen Leute agieren, kann ich auch Maestro sagen, gut, dass er sich aus der Affäre gezogen hat und alles so beigelegt hat, weil es hat gar keinen Sinn. Es hat gar keinen Sinn. Alle sind angeblich Lügner. Überlegt euch mal, alle sind Lügner, außer Mois. Mois ist derjenige, wo nicht lügt. Alle anderen sind neidisch, wollen Fame, wollen keine Ahnung was. Das ist schon ein Anhaltspunkt, wo ich sage, das ist sehr, sehr komisch. Und die anderen sind die ganze Zeit am Beweisen, am Belegen. Und er selber ist nur am seinen Mund fusselig reden. Und ganz im Ernst, no front, gell? Aber man braucht kein Barello, bei aller Liebe. Oder einen, der andere Ding, Achida. Ich weiß nicht genau gerade, wie der heißt. Aber der andere, der womit ihn noch war, den braucht man da nicht, Bruder. Wofür brauchst du diese zwei Leute da? Wenn du was zu sagen hast, rede. Aber das macht das Ganze nicht gerade glaubwürdiger in seinem Statement von Mois. Muss ich ganz klar sagen, da hat er sich geschnitten. Ich mal noch eine Kleinigkeit auf, die sehr interessant vielleicht für euch sein kann. Denn Mois versucht halt gerne, Sachen zu manipulieren. Das ist halt so. Und ihr erinnert euch auch bestimmt daran, er hat da halt eine Zeit gehabt, wo er sich den Hackmeister genannt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das ganze Internet sagt jetzt, dass ich Hack schulde an vieles. Und ich bin der Meinung, dass wenn du mir folgst... Er hat
hat halt gemerkt, dass man mit Menschen, wenn du draußen mit den Menschen interagierst und so Videos machst, dass du halt mehr eine schnellere, größere Reichweite bekommst, ne? Und das interessanter ist für die Menschen, quasi sich das anzugucken. So kannst du schneller an Reichweite gewinnen, als, sage ich mal, nur Reactions machen oder sonstiges. Aber ist alles verständlich, alles cool, alles in Ordnung, aber ich finde, so ein sozialer Punkt ist super, aber ich finde es nicht okay, wenn Leute quasi abgezogen werden. Finde ich absolut nicht in Ordnung und ich finde das dann eher kontraproduktiv. Das ist eher dann eine Gefahr für die Gesellschaft als etwas, als eine Bereicherung. Versteht ihr? Das ist sehr, sehr schade, ich schwöre. Ich dir auch Hack schulde. Und das Witzige. Und dann noch mit diesem Hack. Ey, Junge. Ich habe davon im Verlauf etwas, wie er mir sogar beschrieben hat, was seine Strategie dahinter war. So, und das lese ich euch mal vor. Denn er versucht halt, Hate in Hype Naja, eine Strategie zu haben, ist in erster Linie nichts Verkehrtes. Aber wie hat er, wie, das interessiert mich, wie? Zu wandeln. Oder jetzt in diesem Falle sogar halt auf mich bezogen, seine Lügen in Wahrheiten umzuwandeln und meine Wahrheiten in Lügen umzuwandeln. Okay. Und hier könnt ihr mal ein bisschen sehen, was quasi seine Strategie ist. Ich muss das kurz mal öffnen. Ich lese mal vor. Hackmeister wird alles F. Das wird Hype seine Mutter auf ganz anderen Level. Hoffentlich wird Zeit, alles zu zerstören. Habe ich dann halt geantwortet. Dann hat er mir das erst erklärt. Und zwar, Bro, die werden alle jetzt Ansagen machen an mich, weil sie was gewinnen wollen. Niemand wird unterscheiden können, ob die Ansagen echt sind oder fake. Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich sagen? Jeder so, wie er gerne möchte. Wenn man meint, dass man mit so Sachen so weiterkommt. Ganz ehrlich, ich verschenke es gar nichts, wenn ich nichts zu verschenken habe. Oder wenn ich Leuten keine Freude machen will. Scheiß drauf. Aber diese Punkte, die er sich quasi da anhäuft, an Karma-Punkte oder schlechten Taten, Sünden, wie auch immer, die gehen nicht einfach so weg. Das könnt ihr mir glauben. Oder ob er denkt an meine Worte, ne? Ob er im Endeffekt mit dieser, auch wenn alles jetzt zu Ende ist und keiner sagt mal irgendwas gegen Mois, ich sage euch so, wie es ist, so eine Person, bei so einer Person ist es nur eine Frage der Zeit. Wenn er auch wieder stattfindet und wieder sich eingliedert hier in diese YouTube-Gesellschaft, sage ich euch, auch wenn die Leute vergessen nach einer gewissen Zeit, so eine Person wird früher oder später sich selber und andere, die mit ihnen sind, unglücklich machen. Sage ich euch aus Erfahrung. Und das wird sich auch nicht ändern. Oh fuck, sorry. So. Also, daran könnt ihr halt auch nochmal sehen, dass er halt damit versucht halt, da er ja Leuten Hack schuldet, ne, hat er halt versucht einfach, dass sich so viele Leute melden, dass die Leute das halt einfach nicht checken, was ernst gemeint ist. Und somit kann er zu den Leuten, die das ernst meinen, wenn das irgendwie in der Öffentlichkeit größer werden sollte, könnte er zeigen, hier, guck mal hier, ich krieg ja 100 andere Nachrichten und ihr glaubt jetzt, das ist echt oder was, so. Das ist halt quasi die Strategie dahinter. Und ja, das Gleiche versucht er halt die ganze Zeit halt irgendwie, egal welchem Thema, damit halt Hauptsache nichts gegen ihn gesagt werden. Aber man darf hierbei nicht vergessen, gell, dass die Sachen bezahlt wurden von Shieno und dass er auch Belege dafür gezeigt hat in seinen vorherigen Videos. Ne, das dürft ihr nicht vergessen. Er hat das Ganze belegt, dass er quasi die Sachen, die verschenkt wurden, hat er belegt mit Kassenbons. Die hat er belegt. Daran kann ich mich noch erinnern. Wir haben, glaube ich, auch sogar darauf reagiert. Also er lässt zwar einige Dinge hier raus, wo ich mich halt Dinge gefragt habe, aber so wie er möchte, ne? Warum er überhaupt generell sich auf Mäuse eingelassen hat, so lange Zeit, obwohl er alles gesehen hat. Aber andererseits hat er auch Dinge hier wenigstens schwarz auf weiß belegt. Das kann man hier nicht ihn schlecht auslegen oder irgendwie sowas. Leider funktioniert das in diesem Thema nicht, denn du kannst diesen Hate und deine Lügen nicht in Hype oder in Wahrheit umwandeln. Erstens, weil du offensichtlich immer noch weiter lügst. Zweitens, sogar wenn du es schaffen würdest, dass die Leute dir glauben würden, dass keine Rolle spielt, da immer noch Vorwürfe gegen dich im Raum stehen, sind die Tatsachen, die ich ja schon gezeigt hatte. Das sind ja keine Vorwürfe. Ich will ja niemanden schlechter machen, als er ist. Und vor allem, da du trotzdem, denn du hast nicht alle einfach reden lassen, so wie du das gesagt hast. Man lässt nicht jemanden reden, indem man fast jeden Tod beleidigt. Und dafür wird es niemals eine Entschuldigung geben. Egal, was du weiter versuchst vorzulegen, egal wie viele Leute du versuchst zu überzeugen, egal wie viele dir glauben werden, du hast das schon getan. Und damit hast du das erste Mal gezeigt, wie du in Wirklichkeit wirklich drauf bist. Aber jetzt spielst du halt einfach dein gespieltes Ich wieder weiter. Aber kann mir letztendlich egal sein, Mann. Ich meine, wer immer noch naiv genug ist und dir das glaubt, der glaubt das halt. Was soll ich dazu sagen? Also, was ich eigentlich einfach nur sagen will, ist, ich bin ein Mensch, ich möchte einfach nur entspannen und chillen, ich bin kein Fan von Stress, wer ist das schon? Und hört einfach auf mit euren erfundenen Lügen, wie dass ich die Polizei gerufen habe oder dass ich dir Geld schulde. Ich meine, das ist so ein Schwachsinn einfach, Mann. Und trotzdem kann ich dir sagen, egal was ist,
Mois, sogar dich hasse ich nicht, aber ich mag dich auch nicht. Du bist mir einfach komplett egal und ich möchte einfach nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist eigentlich alles. Also von mir aus kannst du sogar Milliardär werden oder sonst etwas, aber dann mach das, indem du halt einfach nicht noch weiteren Leuten so krass schadest. Denn irgendwann geht das halt einfach nicht mehr gut. Und somit möchte ich auch trotzdem dieses Thema für mich abschließen und ich habe auch nicht vor, jetzt noch weiter auf dieses Thema einzugehen, denn es ist mir einfach auch nicht meine Zeit und meine Kraft wert, mich über dieses Thema noch weiter zu beschäftigen. Wenn das andere tun, dann macht das. Aber ich bin raus. Peace. Wenn ihr wollt, könnt ihr halt vielleicht zukünftigen Content verfolgen oder nicht. Ansonsten nochmal Peace. So. Als kleiner Nachtrag noch, da ich das Video eben gecuttet habe, ist mir aufgefallen, dass eine Sache noch fehlt. Und zwar wird ja behauptet, okay, dass ich einem Entschuldigungsvideo zugesagt habe, was eine total, total große Lüge ist. Und bevor ich mich irgendwie entschuldigen würde, dass ich da im Recht bin, das wird halt einfach nicht passieren. So, weil ich weiß, ich bin im Recht, das wird niemals passieren. Und dass er mir Geld schuldet, ist ja offensichtlich. Das hat er mir sogar nach dem Statement, sowie auch vor dem Statement, schon mehrmals auch schwarz auf weiß bestätigt. Das kann ich auch nochmal einblenden. Und das Erste, was stand da? Und das erste Geld, was ich verdient habe, werde ich meine Schulden begleichen, egal wie viel offen ist oder offen war. Gut, aber was ist denn mit Maestro? Natürlich hat er seinen Hack halal gemacht und verzichtet drauf, aber Maestro, naja, dem wurde sowas Ähnliches, glaube ich, gesagt, ne? Digga, ich werde dir deinen beschissenen 7 Euro geben, geh mir nicht am Sack. Wallah, hadet an da lako, Alter. Wieso sollte ich dir dein Geld nicht geben? Nach? Digga, hör auf mir zu schreiben, Nachhol. Ich schick dir dein Geld. Alle. Ja, ja. Und am Ende schuldet Chiano ihn nach seinen Aussagen 1 Million Euro. Das heißt, lass es einfach sein, zu versuchen, irgendwelche Geldschulden zu erfinden, um dann irgendwelche Leute auf deine Seite zu ziehen. Wir haben nichts zu befürchten, denn es ist offensichtlich, dass wir im Recht sind. Und ich denke, ihr versteht das auch jetzt. Naja, ich habe es auf jeden Fall verstanden, soweit, so gut. Es ist ein ekelhaftes Thema, kann man nicht ändern, kann man drehen und wenden, aber ich glaube, man kommt hier zu keinem guten Ergebnis. In dem Sinne, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Mehr als 50% haben nicht abonniert, obwohl ihr das Video geschaut habt und eventuell es enjoyed habt. Dementsprechend seid keine Geier, gönnt. Yalla, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.